Skandal, Riesenaufregung in den sozialen Netzwerken. Worüber regt man sich auf? Über ein Kinderlied, über den Text eines Kinderlieds. Okay, da ist ein Wort drin, Umweltsau. Das ist nicht für jeden so lustig. Ich finde es auch nicht lustig. Aber ich habe gedacht, stell das mal vielleicht der Zielgruppe vor, in Form einer Oma. Jetzt war es nicht meine Oma, meine Omas sind schon verblichen. Da habe ich mal die Oma unserer Kinder bemüht und ihr das Lied mal vorgespielt. Ihre Reaktion, sie hat gelacht, sie fand es lustig, sie fand die Kinder niedlich. Ich habe nur gesagt, Oma, das ist doch Hetze, du wirst hier verhetzt. Meinte sie nur, wieso denn, ich habe doch gar kein Motorrad. Ich habe auch keinen Hühnerstall, auch meine Freundinnen haben alle keinen Hühnerstall. Ich kann nicht durch den Hühnerstall mit einem Motorrad fahren, das geht doch gar nicht. Zudem bräuchte sie noch eine ganze Tankstelle, denn so 1000 Liter Super im Monat, das kriegt man nicht in einem Kanister mal in den Hühnerstall gebracht. Nach dem Suff, mit dem sie zum Arzt fährt, brauchte sie nicht zu fragen, weil sie noch nie einen Suff besessen hat. Und das mit dem Kotelett, ja, sie kriegt Essen auf Rädern, da müsste man vielleicht mal bei den Lieferanten nachfragen, was für eine Qualität an Koteletts die dort da in die Pfanne hauen. Aber täglich, ja, das ist schon eine ausgewogene Ernährung, was die dort anbieten. Ist auch nicht ganz billig, muss ich sagen. Statistisch gesehen würde mich schon interessieren, wie viele Omas denn einen Hühnerstall haben und wie viele von denen wiederum auch noch ein Motorrad haben und wie viele von denen dann mit dem Motorrad auch noch durch den Hühnerstall fahren. Das wäre mal, ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Oma existiert, die geht eigentlich gegen Null. Zeigt eigentlich, dass das Lied ziemlich abstrus ist. Aber vielleicht habe ich auch die falsche Zielgruppe interviewt, denn es geht ja um Motorradfahren und es gibt ja noch eine große Gemeinschaft der Motorradfahrer. Hier haben wir so ein Musterexemplar. Ich schätze mal, dass der noch als Biker noch eins in der Garage stehen hat. Tim Kellner heißt der Mensch. Wollte mal Präsident eines Motorradclubs werden. Ich weiß gar nicht, Hells Angels oder Banditos. Hat dann lieber dann einen MC-Lederkutte gegründet oder sowas in der Art. Ja, vielleicht fühlen die sich völlig angegriffen, wenn die jeden Sonntag da aus Spaß durch die Gegend fahren, durch den Hühnerstall fahren. Ist mir auch nicht so oft vorgekommen oder beziehungsweise ich kenne eigentlich keine Motorradfahrer, die dann freiwillig durch den Hühnerstall fahren. Vielleicht durch den Kuhstall, da wäre mehr Platz, da könnten wir auch so ein bisschen die Crossmaschine ausprobieren. Da ist ja dann auch ein bisschen mehr Matsch und Dreck und so. Das würde ich eher für wahrscheinlich halten. Ja, vielleicht fühlen die sich angegriffen. Also der Tim Kellner war zwar ziemlich ruhig, aber doch schon etwas erbost, dass dieses Lied hier da einfach so präsentiert wird. Ich finde es einfach nur insgesamt kindisch. Wir haben andere Sorgen, andere Probleme als so ein Kinderlied. Und in dem Sinne wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein frohes Neues. Wir sehen uns.